Hallo allerseits. Wir sind mal wieder live. Wir, das sind 50% der Mantiker, Roy Buchholzer. Und meine bezaubernde, technikaffine Gattin Kirsten. Das sind zusammen 100% der Mantiker. Mantiker? Mantiker natürlich. Und meine Frage an dich, Kirsten. Worum geht es denn heute? Erzähl mal. Schatz, du stellst die Frage wie üblich zu früh. Erst müssen wir einmal schauen, ob wir überhaupt live sind. Wir sind live. Sind wir, genau. Und es schauen auch schon Leute zu. Hallo ihr da draußen. Wenn ihr Lust auch von habt. Mir ein herzliches Hallo. Ah, die Melanie lobt uns schon, wie gut wir aussehen. Danke, Melanie. Das Kompliment gebe ich natürlich gerne zurück. Ja, Roy hat vorhin die Sonne als Tageskarte gezogen, aber hier in Hamburg regnet es. Im Englischen würde man sagen Cats and Dogs. Und da ist es natürlich genau richtig, dass wir jetzt mal wieder online gehen mit unseren Themen für heute. Jetzt darfst du deine Frage stellen, lieber Roy. Kirsten, worum dreht es sich denn nochmal? Kirsten, warum dreht es sich denn heute? Was haben wir denn heute Tolles mit unseren Fragenden, mit unseren zuschauenden Community vor? Ja, du bist gerade etwas gefreezed, aber ich denke, das gibt sich gleich wieder. Wir wollen ja heute, nachdem wir letztes Mal über die Quintessenz gesprochen haben und festgestellt haben, dass man da irgendwie numerologisch bei vorgehen muss, wollen wir heute über die 8 und die 11 sprechen in den großen Arkana. Das ist nämlich ein Thema, das einigen Menschen Kopfschmerzen bereitet und wie üblich und uns immer ein Lächeln auf den Lippen zaubert. Genau. Und wie üblich hat Roy dafür eine Präsentation vorbereitet, die ich jetzt einfach mal freischalte. Ja, zeig mal her, was uns da wieder eingefallen ist. Was dir eingefallen ist. Das ist ja nichts, womit ich mich gerne befasse, wie du weißt. Genau, jetzt muss ich noch den Vorführeffekt machen. Und da haben wir sie. Ah, und ich würde vorschlagen, dass wir einfach gleich mal anfangen. Du hast hier sehr hübsch die Leichtigkeit dieses an sich komplexen Themas durch Ballons dargestellt. Denn so schwer ist es ja eigentlich gar nicht, das zu verstehen. Und wir fangen jetzt einfach mal mit der ersten Folie an. Sorry da draußen, wenn ich jetzt heute nicht so ganz kohärent bin. Wir hatten heute einen etwas stressigen Tag hier. Auch am Feiertag steht hier Homeschooling an, damit wir mit dem Stoff hinterherkommen. Und die Generationskonflikte, die tun sich dann da doch manchmal auf. Und jetzt gehen wir aber ganz entspannt in die 8 und die 11. Ganz gechillt. Sowas von gechillt. Ja, was hast du dir denn für diese Folie vorgestellt, Kirsten? Ja, es ist so, dass wenn man sich ein Tarotdeck kauft, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, es so ist, dass man bei den großen Arkana die Variante hat, dass die 8 entweder die Kraft ist oder aber die Gerechtigkeit und umgekehrt, dass die 11 dann die Kraft ist oder umgekehrt die Gerechtigkeit. Und das verursacht einigen Menschen Bauchschmerzen. Gerade wenn ihr Bücher lest von Hajo Banzhaf, von Johannes Fiebig, von Lilo Schwarz, you name it, werdet ihr immer wieder die 8 als Gerechtigkeit finden oder die Kraft als die 11. Wenn ihr aber euch mit der amerikanischen Literatur beschäftigt, dann werdet ihr sehr oft die 8 als Kraft finden und die 11 als Gerechtigkeit. Und beides, wie ich finde, hat seine Richtigkeit. Warum ist das so? Weißt du, warum das so ist? Ich? Ja. Ich dachte mir, du stellst jetzt gerade so eine rhetorische Frage und ich kann mich ganz zurücklegen und ein bisschen so Büroschlaf halten. Warum die 8 und die 11 in den Karten
Tarot, den man so sind, kann ich dir nicht beantworten. Aber Herr Wade hat, wie er Pamela Coleman-Smith den Malauftrag gegeben hat, ihr den Auftrag gegeben, die Karten zu vertauschen. Ja, das ist total richtig. Aber? Ja? Aber er wollte uns als niedriges Volk der Tarot-Karawane nicht erklären, warum er das so getan hat, wenn ich mich richtig entsinne, wie er es in seinen Büchern geschrieben hat. Ja, das ist nicht so ganz richtig. Aber es stimmt schon einigermaßen. Also ein 75% richtig? Ich würde sagen 80%, 85%. Oh, das ist, you made my day. Also dazu müsst ihr wissen, dass ich bei den Mantikern für die Theorie verantwortlich bin und Roy für die Praxis. Und so läuft das auch in unseren Tarotkursen. Also, gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Das Tarot de Marseille, der Tarot de Marseille, der ist ja der Tarot, an dem sich die Okkultisten des 18. und 19. Jahrhunderts abgearbeitet haben, gerade hier in Europa. Und da war immer die Gerechtigkeit die 8. Das heißt, gerade hier im europäischen Raum wird die 8 immer gerne mit der Gerechtigkeit verbunden und respektive dann die Kraft mit der 11. Dann kam irgendwann das Wade Deck auf, nicht irgendwann, sondern es wurde 1909 veröffentlicht und da wurde dann auf einmal die 8 mit der Kraft in Verbindung gebracht und die Gerechtigkeit mit der 11. Das liegt daran, dass Wade aus seinem Tarotwissen oder seine Tarot-Theorie aus dem Gedankengut des Golden Dawn geschöpft hat. Und der Golden Dawn hat die astrologischen Korrespondenzen, mit denen wir auch heute noch arbeiten bei den großen Arkana, eigentlich verfasst. Und er hat die Gerechtigkeit mit der Waage zusammengebracht und die Kraft mit dem Löwen. Macht ja auch total Sinn, wenn man sich das ansieht. Ne? Auf der Kraft sehen wir einen Löwen, auf der Gerechtigkeit sehen wir eine gerechte Frau mit einer Waage noch dazu in der Hand. Ja, so kam das. Wade war dann aber derjenige, der gesagt hat, ich vertausche jetzt auch noch die Zahlen dazu, um das astrologisch gesehen in eine Reihenfolge zu bringen. Das geht jetzt ein bisschen weit, aber wenn ihr euch mal die Korrespondenzen, die astrologischen anschaut, der großen Arkana, werdet ihr feststellen, dass wir eigentlich einmal ab dem Herrscher durch den Tierkreis wandern. Der Herrscher ist der Widder, der Hierophant ist der Stier und so weiter und so fort. Dazwischen werden mal ein paar Planeten eingeworfen und dann gehen wir, wenn die 8 die Kraft ist, auf den Löwen. Mit der Kraft. Wenn wir die Gerechtigkeit als Kraft nehmen, dann passt das nicht so ganz mit den astrologischen Korrespondenzen. Und das wird einer der Gründe sein, warum Wade das gemacht hat. Gibt es dazu eine Literatur oder kann man das wohl nachlesen? Oder zu der Vertauschung? Ja, da gibt es einige gute Foreneinträge. Albi Deuter hat was sehr Schönes auf seiner Seite geschrieben. Ich habe das einfach gelernt in meiner Tarot-Ausbildung. Und es gibt, glaube ich, auch in den Vorworten in Rachel Pollacks Büchern einiges dazu. In den Tarot-Weisheiten steht, glaube ich, etwas dazu. Warum kommt es jetzt überhaupt zu diesem Konflikt? Während hier auf dem Kontinent, auch gerade im deutschsprachigen Raum, die Leute sich weiterhin an diese Tradition des Tarot de Marseille gehalten haben, weil man hier halt auch hauptsächlich die Einflüsse der alten Okkultisten genommen hat, um das Kartenwissen weiterzuentwickeln, hat man in Amerika sich hauptsächlich mit dem Wade Deck nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt. Und da war halt die 8 als die Kraft drauf und die Gerechtigkeit als 11. Und so, wenn wir jetzt amerikanische oder auch teilweise englische Literatur lesen, stellen wir fest, dass die überhaupt gar kein Problem haben damit, die Kraft als 8 zu sehen und die Gerechtigkeit als 11.
Hier hingegen tun sich die Leute teilweise noch schwer. Das geht so weit, dass halt, obwohl auf der Karte eine 8 steht, die Kraft in Büchern abgedruckt wird als 11 und umgekehrt und das verwirrt. Danke, Melanie. Ja, es soll ja auch Lehrgänge geben, wo das vertauscht wird. Genau. Manche Leute kleben dann auch auf die Kraft von Wade eine 11 drauf und umgekehrt auf die Gerechtigkeit eine 8, ne, damit es für sie funktioniert. Und ich prinzipiell habe da jetzt auch gar keine Meinung dazu, ob das eine besser und das andere schlechter ist. Meine persönliche Herangehensweise ist, wenn eine 8 draufsteht, ist es für mich eine 8. Und wenn ihr daher in unsere Tarotkurse kommt, werdet ihr immer Kraft als 8 lernen und Gerechtigkeit als 11, wenn wir über das Wade-Deck reden. Wenn wir über das Crowley-Deck reden, sieht es anders aus. Warum, Rui? Ja, weil Crowley war dann wahrscheinlich aus Jux und Tollerei hat er gesagt, also was der Wade macht, das mache ich nicht mit. Und schlussendlich war ich ja im gleichen Verein, im gleichen Orden. Also ich mache das wieder zurück. Und er hat wieder die Gerechtigkeit auf Position 8 gebracht und die Kraft wieder auf 11. Ja, und er hat noch eine weitere Vertauschung durchgenommen, die jetzt aber zu weit gehen würde. Da können wir ein anderes Mal drüber reden. Und er hat die Karten ja auch anders genannt. Ne? Bei Wade heißt die Gerechtigkeit Ausgleichung und die Kraft heißt Lust. Ganz so, wie es dem Charakter des guten Mannes entsprochen hat. Ja, ich hoffe, dass das jetzt einigermaßen klar ist. Prinzipiell glaube ich, dass ihr, gerade wenn ihr gerne mit der Quintessenz arbeiten wollt, schaut euch dazu nochmal unseren Live-Talk vom letzten Mal an, dass ihr euch wirklich festlegen solltet darauf, wie ihr mit dieser Zahl umgeht. Wenn ihr sagt, für mich ist die Gerechtigkeit immer 8, dann müsst ihr das natürlich auch beim Ausrechnen der Quintessenz berücksichtigen. Ich glaube persönlich, dass man am besten damit fährt, wenn man tatsächlich die Zahlen zählt, die darauf zu sehen sind. Und ja, es macht eigentlich auch wirklich beides Sinn. Vielleicht noch ein Tipp von mir aus der Praxis. Wade, auch wenn er es nicht explizit erklärt hat, hat er sich ja was dabei gedacht, wie er die Zahlen oder die Bilder vertauscht hat. Die Zahlen hat er nicht vertauscht. Und ich empfehle, wenn das der Künstler, wenn das der Initiator der Karten so rausgelassen hat in die Welt, dann sollten wir uns daran halten, denn das ist auch eine Form des Respekts gegenüber der Person, der die Karten ins Leben gerufen hat. Mhm. Und wir sehen, dass es ihm tatsächlich wichtig war, die 8 mit der Kraft zu verbinden, denn er hat ja da oben die Lemniskate über die Karte gemalt, die ja auch mit der 8 zu tun hat. Ne? Also ihm war das schon wichtig und ich finde auch, das sollte man dann respektieren, beziehungsweise er war ja nicht der Künstler, das war ja die Pamela, aber er hat es natürlich ihr vorgegeben, wie es aussieht. Genau, er hat das initiiert und von daher gesehen, denke ich, ist es respektvoll den beiden gegenüber, wenn man dann nicht im Nachhinein hergeht und sagt, nee, für mich passt das nicht und dann durchstreicht oder umändert. Ist einfach so. Wenn es einem nicht gefällt, es gibt ja genügend andere Kartendecks. Oder sonst muss man sich sein eigenes kreieren. Genau, sehe ich auch so. Ja, was haben wir uns jetzt noch vorgenommen? Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Wenn ihr Fragen noch dazu habt, das nicht genau kapiert, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Wir können das auch nach dem Live-Video hier beantworten. Es ist heute ein bisschen komplexeres Thema, deswegen, ich sehe, ihr kommentiert hier einiges, kann ich da jetzt gerade nicht so folgen. Aber was wir jetzt machen wollten, war einfach mal das Durchspielen, wie das denn ist, wenn die Kraft eine 8 ist oder wenn die Gerechtigkeit eine 8 ist. Ja. Und dafür gehen wir zur nächsten Folie. Also, wir sehen hier sehr schön nach dem Weg des Tarot de Marseille, dass wir den Wagen, die 7, haben, dann die Gerechtigkeit, die 8 und dann den Eremiten als 9. Ne? So finden wir das in den meisten Tarot-Decks, in den meisten Tarot-Büchern als Weg, den man auch gerne als Reise des Helden bezeichnet. Und da haben wir halt in der 7 den Aufbruch des Helden aus seinem Elternhaus oder aus dem Paradies oder wo immer er dann hinausgeht. Und dann haben wir die Gerechtigkeit,
über die ich gleich noch was sagen werde, und dann den Eremiten. Möchtest du erstmal was zu diesem Weg sagen, wie du den empfindest? Die Reise des Helden mit den... Na, wie du jetzt beschreiben würdest, was bedeutet die Gerechtigkeit jetzt an dieser Stelle zwischen Wagen und Eremiten auf der Reise durch die großen Arkana? Sie beschreibt dahingehend, dass man mit seinem Wunsch des Rausgehens in die Welt, des Erfahrungssammelns, des Wissensvermehrens gerecht umgehen soll und nicht sich gleich mit dem ersten Eindruck in eine Richtung pressen lassen sollte. Denn schlussendlich, wenn wir das nicht tun, sondern dass wir, bös gesagt, einäugig in unserem Leben durchschreiten, werden wir Schwierigkeiten haben, ein Eremit zu werden. Und wenn wir uns erlauben, gerecht Dinge, gerecht Entscheidungen, gerecht Lebenssituationen anzunehmen und zu bewerten, dann haben wir es viel, viel leichter, von der Karte 8 in die Karte 9 zu kommen. Mhm. Ja, ich würde das, glaube ich, mit anderen Worten ähnlich beschreiben. Für mich ist der Wagen immer so, ja, die Zeit, in der ich meine erste Wohnung habe, meinen ersten Freund, mein erstes Auto meinetwegen, also die Zeit der Jugend, in der ich auch ganz klar sage, das will ich im Leben erreichen. Ja, dann tue ich alles dafür, wie das Wagenart ist, um das zu bekommen, was ich haben will. Und dann kommt die berühmte Midlife-Crisis. Das ist für mich die Gerechtigkeit, in der ich bewerten muss, was habe ich denn erreicht? Stimmt das für mich? In der ich aber auch bewertet werde und eventuell zu einer Kurskorrektur aufgefordert werde, um ein besseres Leben zu führen oder ein gerechteres Leben zu führen. Und dann, ja, dann kann ich das machen oder auch nicht, was mir da an Kurskorrektur vorgeschlagen wird. Und dann ist die nächste Karte die Karte der Reife und des Alters, in der ich entweder etwas getan habe in Zeiten der Gerechtigkeit, was mich zur Weisheit geführt hat und zu einem positiven Abschluss meines Lebens oder der Phase, um die es geht. Oder aber, in der ich sage, das war alles total ungerecht, warum geht es mir denn so schlecht? Also nichts aus dem Bilanzziehen gelernt habe und dann eher misanthropisch abschließe mit etwas. Wäre das okay für dich? Nein. Schade. Mir gefällt das. Es hat sich wunderbar angehört, aber es geht mir, was das betrifft, zu schnell. Denn dann habe ich in einer Karte gefühlt 50 Jahre meines Lebens. Das sehe ich aber nicht so, sondern für mich ist zwischen dem Prozess des Aufbrechens, ne, des ersten, ich bleibe jetzt bei einem Beispiel von dir, des ersten Fahrzeugs. Ne, und dann, was passiert, wenn ich dieses erste Fahrzeug habe und hurra, mit viel Euphorie durch die Straßen rase? Auf einmal ist da so ein blöder Autofahrer von mir, der dummerweise genau den gleichen Parkplatz gesehen hat und da reinfahren will. So, und wenn ich das dann als ungerecht bewerte, dann hat mich meine Gerechtigkeit schon zum ersten Mal dahin gebracht, dass ich werten muss, und zwar gerecht werten muss. Ja, er war einfach 50 Meter von mir, somit hat er den Parkplatz und ich halt nicht. Ja? Und wenn ich diese Gerechtigkeit mit diesem Beispiel weiterspinne und beim nächsten Mal sage, okay, gut, war halt wieder ein Autofahrer von mir, dann komme ich schneller zu dieser Gelassenheit des Eremiten, dass ich sage, okay, beim nächsten Mal schaffe ich es, der zu sein, der 50 Meter vorne ist. Gut, aber also dann... Für mich geht das mit der Karte Gerechtigkeit als Midlife-Crisis ein bisschen zu schnell. Ja, das ist natürlich nicht jedes Mal, wenn ich einen Parkplatz suche, habe ich eine Midlife-Crisis. Kann sie aber auch auslösen. Aber mir geht es ja eher darum, das große Ganze zu betrachten. Und da würde ich gerade in der Reise des Helden bei dem Weg durch die großen Arkana das einfach mal so als ein Stichwort sehen, dass es natürlich auch immer um kleinere Instanzen im Leben gehen kann, ist auch klar. Aber ich habe verstanden, worum es dir geht. Du hast natürlich völlig recht und wahrscheinlich habe ich da die Kirche zu sehr im Dorf gelassen.
Ihr merkt schon, wir kommen einige Insider zum Tragen. Man kann über Facebook Live auch sehr schön interne Familienstreitigkeiten austragen. Ich gehe jetzt mal auf die nächste Folie. Das wäre schön. Ja, jetzt sehen wir denselben Weg und haben die Kraft in der Mitte zwischen Wagen und Eremiten. Roy, was machst du jetzt daraus? Wie würdest du diese Geschichte erzählen? Ja, hier habe ich die Möglichkeit, auch wieder, nachdem ich in einem Thema aufgebrochen bin, dass ich rausgehe, dass ich meine Erfahrung sammle und dann je nach Situation, entweder muss ich dann archaisch in Dinge reinschlagen, dass ich nicht überrollt werde, oder ich muss empathisch mit einer ruhigen Gelassenheit Situationen ertragen oder bereinigen, damit ich weiter wachse. Also für mich ist auch diese Karte ein Thema des Einsetzens meiner Kraft. Ja. Ja, ich stimme dem zu. Ich würde jetzt einfach nochmal ergänzen, wie ich das jetzt als Heldenreise einordnen würde, wenn wir in größeren Dimensionen im Leben denken, dann ist der Wagen wieder dasselbe, die Ausgangssituation. Ich stoße etwas an, erhalte aber in der Gerechtigkeit nicht sofort die Wirkung dessen, was ich angestoßen habe, sondern dadurch, dass ich etwas angestoßen habe, bin ich in meiner Kraft, kann es genießen und genieße einfach erstmal so die Zeit, jetzt wenn ich wieder in Lebensaltern denke, bis zu meinem, weiß ich nicht, 40. Geburtstag oder so, bin ich voll in der Kraft, denke überhaupt nicht übers Altern nach und alles ist super, ne? Das Leben läuft. So, und dann ist dieser Sprung zum Eremiten natürlich etwas härter, weil wenn der für das Alter und die Weisheit steht, ist es etwas schwieriger, von der Kraft in den Eremiten zu kommen. Auf der anderen Seite sagt die Kraft ja auch, dass es darum geht, die Euphorie der Jugend immer mehr einzudämmen, also immer mehr seine Kräfte auszubalancieren, seine Triebe zu beherrschen, um so auch weiter kräftig durchs Leben zu gehen. Und was am Anfang wichtig war, nämlich der Aufbruch, das aus dem vollen Schöpfen, wird zum Eremiten hin, dann da wird es wesentlich wichtiger, geistig zu arbeiten, Erfahrungen weiterzugeben. Und irgendwie, wenn ich jetzt mir hier die Kraft und den Eremiten nebeneinander ansehe, da sehe ich ja eigentlich, dass ich so aus einer gebeugten Haltung heraus mich auf einmal so gerade mache. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön. Also die Betonung des Geistigen wird immer stärker hier. Ja. Ja. Wenn ich dann mir aber das so jetzt vorstelle, was mache ich dann? Dann wäre es eigentlich mit den Eremiten fertig. Dann könnte ja noch ein Eremiten gleich mal das Universum oder die Welt oder so bringen. Na, dann, wenn die geistigen Prozesse anstehen, dann sind wir in der 10, wo man über Geistiges nachdenkt. Und da kann ich ja gleich mal zur nächsten Folie überleiten. Ja. Ja, wir haben uns natürlich auch noch weiter gedacht, was bedeutet jetzt die Kraft, über die wir gerade geredet haben, nach dem eher europäischen System, wenn sie zwischen der 10 und der 12 liegt? Wieder meine Frage an dich, wie siehst du das? Ja, und hier hake ich ein und da beginnt mein System mir besser zu gefallen. Warum? Ne, ich habe jetzt Erfahrung gesammelt mit dem Eremit. Und muss dann eben mit der 10 annehmen, dass es nicht immer reicht, wenn ich nur Erfahrung habe. Ich muss die Erfahrung auch wieder, ich bleibe beim Beispiel des Autofahrens, ich muss meine Erfahrung wieder auf die Straße bringen, denn es bringt mir nichts, wenn ich nur die Erfahrung habe, wenn ich weiß, wie ein Auto gebaut ist, wenn ich keins besitze, dann bekomme ich auch keine Fahrpraxis. Das heißt, es wird mal toll und schön sein, wenn ich es mir leisten kann, durch die Landschaft zu rollen. Oder eben, ich werde unzufrieden sein, wenn mein Auto nur in der Tiefgarage steht. So, und jetzt komme ich zu dem Moment der Kraft. Weil jetzt habe ich bereits erlebt und für mich auch einordnen können, wie es ist, wenn ich mal
hoch oben glücklich oder zu Tode betrübt ganz unten bin. Und jetzt muss ich mit aus dieser Position, mal geht es mir gut, mal geht es mir schlecht, was tun. Und darum gefällt mir hier die Kraft viel besser, denn sie sagt, jetzt musst du rausgehen. Mit dieser Erfahrung, mit dieser Lebensweisheit musst du jetzt was anfangen. Und du musst deine eigenen Kräfte einsetzen, und zwar wohlwollend. Ne? Es bringt nicht immer was, einen Gashebel unten zu halten. Manchmal muss man auch mit Verstand rollen oder eben auf die Bremse steigen, sonst wird es blöd. Weil durch diese Kraft, durch diese Erfahrung, die ich da aus der 9 und 10 mitbringe, rein in die 11, entwickle ich mich weiter zum Hängenden, der dann beobachtend ist, der dann Situationen sehr wohl abschrecken und abfedern kann durch seine passive Funktion, in die er gebracht wurde. Mhm. Ja. Also ich kann es total nachvollziehen. Ich gehe bloß, glaube ich, einen ganz anderen Weg der Gedanken. Und ich würde gerne noch mal kurz was einwerfen hier. Christopher schreibt, dass er es interessant findet, dass jetzt noch mal zurückgehend auf die Kraft und Gerechtigkeit zwischen der 7 und der 9, dass es beides mal ein weibliches Prinzip ist, das zwischen diesen beiden männlichen Prinzipien steht. Das ist noch mal ein interessanter Gedanke, über den man nachdenken kann. Und das, womit Tarot auch immer wieder spielt, das weibliche, männliche Prinzip, was man ja gerade in der Sprache des beginnenden 20. Jahrhunderts auch immer mit aktiv-passiv verbinden kann. Jetzt sind wir weiter bei dem weiblich-männlichen Prinzip. Und hier, ich hatte ja gerade gesagt, für mich beginnt die geistige Arbeit des Eremiten in der Gerechtigkeit, ne, da im Rat des Schicksals, da verändert sich irgendwas, da denkt man dann über die Gesetze des Kosmos meinetwegen danach oder sonst etwas. Und wenn jetzt die Kraft als 11 steht, dann würde ich sagen, dass nachdem ich durch einen schwierigen Prozess gegangen bin, von der von der 7, dem Lebensdrang hin zu einer Bewertung, hin zu einer Weisheit, hin zu einer Ausrichtung zu höheren Gedanken. Und daraus kann ich jetzt Kraft ziehen. Dadurch bin ich jetzt befähigt, mein inneres Tier zu bändigen und meine Triebe für Produktiveres zu nutzen. Ist ja auch gerade hier im Tarot de Marseille sehr spannend, dass wir hier beim Rat des Schicksals tatsächlich einen Tierkreis abgebildet haben. Ne? Es geht irgendwie um was Tierisches hier. Und dann, im Gehängten, sehe ich auf einmal nur noch einen Menschen, der gebunden ist und sich wahrscheinlich seiner menschlichen, jetzt fällt mir ein Wort nicht ein, Nichtfähigkeit, wie sagt man denn? dessen bewusst wird, ja, dass er bestimmte Dinge nicht kontrollieren kann. Er muss es annehmen. Genau, es geht ums Annehmen. Sehr gut. Ne? Also das ist ein sehr, sehr schöner Weg, wie der mir auch sehr gut gefällt. Und wollen wir uns gleich nochmal die nächste Folie angucken, wie es andersrum ist? Ja, du hast die möchtest noch was dazu sagen. Nö. Gut. Dann, wenn wir es nämlich andersrum sehen, wie siehst du das dann? Ja, hier kommt mir immer wieder so diese wunderschöne Beilage, die es im ersten Buch der Lila Schwarz war, wo ein riesengroßes Poster mit beigepackt war. Und dieses Poster hat eine wunderschöne Spirale gezeigt, mit den Tagbogen und den Nachtbogen, die die großen Arkana zeigen. Und es ist, wenn man diesem Prinzip nachgeht, dann kommt man jetzt vom Rad des Schicksals aus, wo man Erfahrungen gesammelt hat, von oben und unten, rein in diese Gerechtigkeit, wo ich mitnehmen muss, dass alles auch ein gehoben und gewogen ist. Und das mich dann reinwirft in den beginnenden Nachtbogen ab dem Gehängten. Wo es losgehen kann, wo ich mich dann auch mit meiner, ja,
Bewegungslosigkeit, die der Hängende da sieht, mit den ganzen Karten, die danach kommen, Tod, Ausgleichung, Teufel und so weiter. Aber hier wird meine Tätigkeit gerecht ausgelotet. Ne? Habe ich mich anständig verhalten bis anhin in dieser Situation, in diesem Projekt, in diesem Prozess? Oder komme ich an dem Moment des Hängenden, wo ich mich nochmal besinnen muss, rekapitulieren muss, nochmal in mich gehen sollte, um nochmal mein Tun zu rekapitulieren. Ja. Wo ich auch die Chance habe, noch alles mal zu hinterfragen. Und ich finde, das mit dem Hinterfragen ist eine sehr gut dargestellte Sache, dass ich die Sonne, die ja eigentlich hoch oben am Himmel ist, auf einmal im Kopf, also zu unters ist und eigentlich das, was Erde ist, was unten ist, auf einmal oben hängt, wie es hier Pamela Coleman-Smith auf der Karte dargestellt hat. Mhm. Bernhard hat gefragt, ob wir Glück mit Schicksal gleichsetzen. Bernhard, die Karte heißt teilweise Rat des Schicksals, bei Crawley heißt sie dann aber Glück. Und Glück ist nicht so zu verstehen wie das Glücksrad, das wir aus der bekannten Fernsehsendung kennen, ja, vielleicht auch. Aber früher, gerade so zu Shakespeares Zeiten und zu der Zeit auch, als das Tarot de Marseille populär wurde oder als Tarot überhaupt langsam anfing, das war ja im 15. Jahrhundert, hat man Glück gerne mit Schicksal gleichgesetzt. Es gab gutes Glück und schlechtes Glück, ja. Denken wir an Romeo und Julia. Shakespeare berichtet da von I am fortune's fool, also ich bin der Narr des Glückes, und ja. Romeo legt da sein Glück nicht besonders gut aus. Insofern ist es immer sowohl das Glück als doch auch das Schicksal, das, was uns von den Göttern zugekiest wird, und wir müssen uns dann entscheiden, ob wir was damit anfangen oder ob wir sagen, kann eh nichts machen. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Und ich gehe jetzt noch einmal kurz zu dem Rat des Schicksals, zu diesem Bogen hier aus meiner Sicht. Nehmen wir an, ich war jetzt voll in meiner Kraft, die Zahl 8 bei Wade, und dann ist irgendwas passiert und ich musste mich zurückziehen aus dem Leben, musste mehr über den Sinn des Lebens nachdenken, wie das der Eremit ja immer gerne tut. Und habe dann auch tatsächlich die Gesetze des Kosmos studiert, so wie das Faust getauert kann, haben soll. Und dann kann ich erst erkennen, auch die Gesetze, die hinter dem Kosmos dann sozusagen stehen. Ich komme zum ersten Mal in Kontakt mit einer übergeordneten Gerechtigkeit und nicht nur mit der Gerechtigkeit, die wir alle so als gerecht oder ungerecht empfinden, denn jeder empfindet was anderes gerecht als ein anderer oder eine andere, und kann dadurch, dass ich erkenne, es gibt eine höhere Gerechtigkeit, auch wieder erkennen, was meine Begrenzungen sind, das sind der Gehängte, und erkenne vielleicht, dass ich, auch wenn ich glaube, immer frei zu leben und immer alles kontrollieren zu können, über Freiheit und Schicksal haben wir auch schon mal ein Geheimnis, jetzt bin ich im falschen Sender, ein Mantika-Live-Talk gemacht, wenn ich das kapiere, dass es etwas Höheres gibt, dann erkenne ich meine Begrenzungen, Gehängter, und kann mich dann seelisch weiterentfalten. Schwarz? Ja, mein Bild ist noch nicht eingefroren. Nein. Ja, das hast du sehr, sehr schön doziert. Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Machst einen Stempel drauf, Copyright bei Demantica, und verkaufst das teuer. Nee, das hast du schön. Mit einem Wort schön gemacht. Dann freue ich mich sehr, dass wir dieses Gespräch und auch den heutigen Abend in Harmonie verbringen werden können. Wir haben vielleicht noch eine Folie, wir wissen es nicht. Ach so, ja, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Erstmal, bevor ich auf die nächste Folie gehe, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen dazu habt, stellt sie uns gerne. Es ist wirklich ein Thema, was viele Menschen verwirrt.
ich hoffe, dass wenn ihr euch mal tatsächlich diese beiden Wege durchspielt, ihr Pro und Cons beider Wege erkennt und vielleicht auch ein bisschen von der Melanie-Schule loslasst und nur euch immer an eine Richtung haltet. Ne? Es ist natürlich sehr, sehr verwirrend, wenn man auf einmal als Lernender auf einmal sowieso schon 78 Bilder hat und dann kommt noch jemand dazu, der sagt, wir machen es doch jetzt ein Stufchen höher, wir vertauschen jetzt da noch etwas. Und es sagt aber nicht, warum. Und das verstehen wir vollkommen, so ging es uns anfangs auch. Genau. Aber wie gesagt, es ist alles eine Geschmackssache, jeder entscheidet sich da für selbst, aber denkt einfach mal wirklich darüber nach, bevor ihr euch entscheidet. Meine Wunschvorstellung. Ja, dann gehe ich jetzt mal zur nächsten Folie. Oh, das sieht aber schon verdammt nach Ende aus, Roy. Das sieht verdammt nach Werbung aus, ja. Genau. Ich möchte an dieser Stelle nicht verhehlen, dass meine Frau einen wunderbaren Blog hat, der sich lohnt, dort reinzugehen, der sich lohnt, sich quer zu lesen, der sich lohnt, darüber nachzudenken, was sie für tolle Artikel schreibt und bereits geschrieben hat. Und ich würde mich freuen, wenn das noch lange, lange so weitergeht. Und wenn ihr es bis heute noch nicht getan habt, geht da rein, schaut euch diese Seite an. Es ist ganz toll, es ist wahnsinnig viel Wissen drinnen. Es lohnt sich. Dankeschön. Ja, und die andere Seite ist natürlich die Seite der Mantika, auf der ihr Informationen über unser Angebot bekommen könnt. In Zeiten des Onlines Corona geschuldeten Unterrichts gibt es auch einige Sachen. Also wir machen einmal pro Monat eine Agora, die wir sowieso jeden Monat machen, aber jetzt halt online gehen. Die nächste wird Ende Mai sein. Und auch Ende Mai wird ein kleiner Astrologiekurs von mir starten, wo ich mich nochmal mit dem Material auseinandersetze, was ich jetzt schon seit einigen Jahren liegen habe. Ich habe jetzt lange nicht mehr das wirklich gemacht, weil mir das alles zu kompliziert war. Aber das ist der Vorteil von Corona. Man kann mal wieder mit seinem alten Wissen ganz Neues erleben. Na, es heißt nicht umsonst, altes Wissen neu erlebt. Ganz genau. Ich freue mich total, dass heute so viele kommentiert haben. Es ist offensichtlich ein Thema, was euch interessiert. Wahrscheinlich. Gab es noch eine Frage? Bitte? Gab es noch eine Frage, die noch offen ist? Nein, wir haben jetzt, glaube ich, alle Fragen beantwortet. Wir werden wieder am Dienstag online gehen. Und am Dienstag werden wir dann wieder mal ein etwas leichtes Thema machen, nämlich: Wie mische ich denn meine Karten richtig? Obwohl, auch da streiten sich die Geister. Mal sehen, was dabei herauskommt. Ein Thema, das ich eigentlich schon seit 30 Jahren einmal referieren wollte. Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Nächsten Dienstag um 17 Uhr sind wir wieder online. Und ich glaube, hier ist noch eine Folie. Mit artistischen Quereinlagen. Ihr könnt euch sicher auf was Lustiges es wird toll werden. Genau. Die letzte Folie darf euch Roy erklären. Abschließend. Es ging heute um diese wundervolle Vertauschung 8, 11 oder 11, 8. Was immer es ist, es bleibt schlussendlich bei euch als Kartenleser, für was ihr euch entscheidet. Grundsatz ist, egal was ihr macht, es gibt kein richtig und kein falsch. Ich glaube, hier kann ich für uns beide sprechen, hat es sehr viel Spaß gemacht, heute wieder mit unseren Gedanken zu diesem Thema rauszugehen. Und ich kann mir aufgrund der vielen Rückmeldungen fast sicher sein, dass es auch euch gefallen hat. Und dafür danke ich euch. Ja, damit sind wir am Ende unseres Talks angelangt. Noch einmal, dass ihr uns mal in ganzer Schönheit sehen könnt, beide gleichzeitig. Und ja, Roy, hast du noch irgendwas zu sagen? Ja, liebe Interessierte draußen vor den Bildempfängern, never give up. Genau, never give up.
Wir werden auch dieses Wochenende rumkriegen und viele weitere. Und ja, habt noch einen schönen 1. Mai, ein wunderschönes langes Wochenende für alle, die ins Büro dürfen. Und wir sehen uns. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.